Bei den Handlungsketten im Erwerbstraining wird es jetzt schon etwas spielnäher. Du musst dir einmal überlegen, wenn du das tatsächliche Volleyballspiel einmal betrachtest, welche typischen Situationen kommen immer wieder vor. Wenn du zum Beispiel daran denkst, der Gegner hat einen Aufschlag, dann kann es natürlich passieren, einer deiner Spieler muss annehmen und direkt danach auch angreifen. Dann haben wir hier eine Handlungskette. Zunächst einmal die Annahme und dann das Vorbereiten auf den Angriff, also Anlauf nehmen und dann tatsächlich das Durchführen des Angriffsschlags mit entsprechender Landung hinterher. Das ist eine typische Anwendung, eine typische Handlungskette, die immer wieder vorkommt. Oder stell dir vor, der Zuspieler ist am Netz und er springt hoch zum Block und der Ball geht über den Block hinweg oder am Block vorbei, wird hinten in der Abwehr wieder hochgeholt. Dann muss der Zuspieler direkt nach dem Block, nach der Landung, also sich umdrehen und zum Ball laufen und dort das Zuspiel durchführen. Er hat also hier auch eine Handlungskette von zwei aufeinanderfolgenden Handlungen, nämlich erst den Block, danach das Zuspiel durchzuführen. Und so kannst du das ganze Spiel mal durchdenken und kannst dir verschiedene Situationen herausnehmen, die immer wieder vorkommen und die immer wieder in dieser genauen Konstellation vorkommen. Und die trainierst du dann einfach mal isoliert. Das heißt, genau diese Aufgabenstellung stellst du dem Spieler und du als Trainer musst dann wieder korrigieren. Du musst wieder gucken, werden die Knotenpunkte eingehalten, werden sie erreicht. Und da wir hier jetzt die Situation haben, dass mehrere, in der Regel verschiedene Techniken nacheinander ausgeführt werden, müssen auch bei allen Techniken der Handlungskette die Knotenpunkte erreicht werden und die entsprechende Zieltechnik muss sauber und mit hoher Qualität gespielt werden. Natürlich wird das am Anfang nicht so gelingen, aber das ist ja genau das Ziel des Trainings. Du trainierst ja die Dinge, die noch nicht so gut laufen, damit sie sich dementsprechend verbessern und achte eben darauf, jeden einzelnen Bereich, jede einzelne Teiltechnik muss von hoher Qualität sein, damit insgesamt die gesamte Handlungskette von hoher Qualität ist. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir hier den Spieler wieder ein Stück weit verbessert und vorbereitet auf typische Dinge, die in einem Wettkampf passieren.